hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von Die Alchemisten von Mathus Cotri oder wie auch immer man ihn ausspricht. Das ist sein allererstes Spiel und dafür ist es schon echt super gut gelungen. Es ist definitiv sofort auf die Top 10 2014 Liste bei mir gerutscht. Und es ist sogar, würde ich sagen, eines der innovativsten Spiele seit Risiko Evolution, das uns auch die Zukunft der Brettspiele zeigen wird. Nicht aller Brettspiele, aber die Verknüpfung von App mit Brettspiel hat man hier erstmalig wirklich praktikabel in die Tat umgesetzt. Und zwar so, dass es absolut smooth ist. Also es passt nahtlos hinein. Und wie das funktioniert, werde ich euch gleich erzählen. Wenn ihr jetzt denkt, oh Gott, Apps und Smartphones und Brettspielen, schaltet nicht ab, guckt es euch trotzdem an. Es funktioniert wirklich auf eine echt gute Art und Weise, die halt bei diesem Deduktionsspiel, wo man Sachen rausfinden muss, auch wirklich Sinn macht, weil zum einen würde man ohne diese App spielen, hätte man einen Mitspieler, der diesen Chart vor sich liegen hat, diese Tafel, wo hier diese Zutaten, die man mit dem man Tränke braut, einfach zufällig verteilt werden und sich daraus neue Kombinationsmuster ergeben würden. Und dieser Spieler würde eigentlich nichts anderes machen, außer dass die Mitspieler ihm irgendwie Karten zeigen und sagen, hier, sie haben gerade Skorpion mit Kröte gebraut und er würde dann sagen, Minus. Und das würde er ungefähr 2 Stunden lang machen, dürfte auch nichts anderes verraten. Niemand dürfte dieses Tableau sehen, weil wer das kennt, der kennt quasi die chemischen Geheimnisse des Universums und dann ist das Spiel total langweilig, weil es eben darum geht, diesen Schlüssel im Prinzip rauszufinden. Und das übernimmt eben die App und das, ja, ist halt gut. Wer das ohne das spielen will, der muss eben mit einem Spieler spielen, der nicht wirklich am Spiel teilhaben kann. Und wie gesagt, guckt es euch an. Ich werde euch gleich den Spielablauf einmal in den ersten 2 Runden zeigen. Also ich werde das wahrscheinlich in 2 Videos aufteilen, dass ich ein Video für die erste Runde mache, wo ich auch so die Aktion ein bisschen erkläre. Dann noch ein zweites Video, wo ich einmal eine zweite Runde zeige. Und dann hinterher kommt ein Erklärvideo. Und ja, worum geht's? Im Prinzip schlüpfen die Spieler in die Rolle von Alchemisten, die sich irgendwelche Zutaten schnappen, die hier dann in ihren Kupferkessel schmeißen und gucken, was dabei rauskommt. Um das eben rauszufinden, muss man es irgendwie erstmal ja ausprobieren, weil man hatte einen Trank und weiß gar nicht, was es ist. Darum lässt man den eben entweder Studenten schlucken oder wenn die sagen, okay, das war mir jetzt irgendwie zu unangenehm, dann muss man es selber schlucken, wobei man da auch schon gut Angst vor den Auswirkungen haben kann. Wenn man dann weiß, aus welchen chemischen Strukturen diese einzelnen Elemente bestehen, dann kann man Theorien publizieren. Man kann das auch machen, wenn man noch gar nicht alles weiß. Sollte sich aber herausstellen, dass irgendwas falsch ist, dann können andere Mitspieler die Theorien widerlegen oder sogar man selbst kann Theorien widerlegen, wenn man merkt, oh, ich habe da ganz schön Blödsinn verzapft. Man kann sich mächtige Artefakte kaufen, die einem einfach Vorteile bringen und Siegpunkte am Ende. Und um die kaufen zu können, muss man natürlich seinen Beruf auch zu Geld machen. Da gibt es hier so Abenteurer, wo jede Runde außer den ersten in die Stadt kommen und die wollen eben Tränke kaufen und naja, die haben bestimmte Ansprüche, was sie für Tränke haben wollen. Wenn man denen genau die Tränke verkaufen kann, bekommt man richtig viel Geld. Wenn man es nicht 100% nicht genau weiß und einfach einen Trank braut, dann bekommt man immer weniger Geld. Man kann auch einen alten, weisen Alchemisten besuchen, der herausgefunden hat, wie man so Zutaten quasi in Gold verwandelt. Man kann in den Wald gehen und Zutaten sammeln. Das werde ich euch jetzt alles einmal im Detail zeigen. Und gucken wir uns aber zunächst einmal die App an. Also ich habe jetzt noch, weil ich gerade mit meinem iPhone filme, so ein uraltes Smartphone rausgekramt. Und zwar sieht die wie folgt aus. Also ich habe hier diesen Startbildschirm, wo ich entweder einfach ein neues Spiel starten kann, einen Code eingeben kann oder zwischen der Lehrlings- und der Meistervariante wählen kann. Ich würde am Anfang immer die Lehrlingsvariante empfehlen, weil dieses Spiel schon wirklich, also es ist, wenn man es vernünftig erklärt bekommt, nicht wirklich kompliziert, aber schon eine Menge drin. Also dass man halt dieses mit diesen Elementen hier und diesem Kombinationsbogen verstanden hat, wie genau hier oben dieses Publizieren läuft, wie das mit den Aktionen ist und dann noch die Meistervariante. Das wäre ziemlich schwer, darum werde ich hier auch nur die Lehrlingsvariante vorstellen. Und hier unten hat man Einstellungen. Da kann man zum einen halt die Sprache festlegen, man kann aussuchen, ob man die App, die Zutaten mit der Kamera scannen möchte oder ob man sie von Hand auswählen möchte. Ich würde eigentlich immer das Scannen mit der Kamera empfehlen, weil das ist zum einen ein bisschen atmosphärischer und zum anderen verhindert man dadurch auch Schummelei. Wobei eben, wenn man schlechtes Licht hat und die Kamera das nicht gut erfassen kann, dann kann man auch von Hand auswählen machen. Hier kann man Ton an- ausstellen und das bestätigen wir jetzt mal. Und ne, wenn ich jetzt irgendwie aus dem Spiel raus bin, könnte ich hier einfach weiterspielen. Und dann starte ich ein neues Spiel, habe hier jetzt verschiedene Funktionen, die ich nutzen kann. Und hier oben ist ein Code, H-N-E-E. Wenn ich jetzt nicht ein Telefon am Tisch haben möchte und das irgendwie zwischen allen Spielern weitergegeben wird, sondern was ja heutzutage nicht unüblich ist, jeder Spieler irgendwie ein Smartphone mit Android oder iOS oder Windows Phone drauf hat und man einfach sein Telefon dafür benutzen möchte, dann merkt man sich diesen Code, H-N-E-E. Und dann machen alle, also ein Spieler startet das Spiel, alle anderen Spieler gehen auf Code eingeben, geben hier dann H-N-E-E ein,
drücken auf Enter und schon sind alle Telefone synchronisiert und im absolut gleichen Spiel. Alle kriegen die gleichen Ergebnisse, alle haben die gleichen Grundvoraussetzungen und ja, dann kann man quasi schon loslegen. Und wie das hier so funktioniert, wie das mit der App funktioniert, zeige ich euch einfach dann, wenn es dran ist. Einfach fangen wir direkt mal mit dem Spielablauf an. Es ist sowohl eben ein Deduktionsspiel als auch ein Worker Placement Game, wo es hier diese verschiedenen Aktionsfelder gibt. Das ist jetzt die Seite für 2 bis 3 Spieler. Auf der Rückseite ist eine 4-Spieler-Variante. Ich zeige euch jetzt quasi ein simuliertes 2-Spieler-Spiel. Und allein bei diesem Worker-Placement-Mechanismus sind schon gute Kniffe drin. Also das Spiel lebt nicht nur von diesem Deduktionsmechanismus, sondern dieser Worker-Placement-Mechanismus, der sieht auf den ersten Blick so ein bisschen, erinnert das so an Dungeon Lords und frühere Schach-Games-Spiele, wo mir das nicht so ganz super gut gefallen hat. Hier hingegen ist das so gut und fluffig gemacht und hat auch so einen Twist drin, dass es auf jeden Fall interessant ist, spaßig ist und auch wenn man sich das Artwork anguckt und den Aufbau des Brettes, ich glaube, es ist sogar der gleiche Grafiker wie bei Dungeon Lords. Also das Spiel nimmt das ganze Themen einfach sehr humorvoll und ist trotzdem unglaublich elegant und unglaublich gut designt. Wie gesagt, man muss es erstmal komplett verstehen, aber wenn man es einmal gespielt und einmal verstanden hat, dann ist es sehr, sehr smooth und hat vor allen Dingen das Feature, dass wenn ich es gespielt habe, möchte ich es gleich nochmal spielen, möchte es besser machen, möchte tollere Schlussfolgerungen ziehen. Vielleicht komme ich hier auch zu neuen Erkenntnissen, wie ich diesen Chart und die Ergebnisse, die ich hier aus den verschiedenen Test und Verkäufen und so ziehe, noch besser verwurschteln kann. Also ich habe da sicher auch noch nicht alles komplett durchschaut. Und ja, das Spiel läuft so ab, dass ein Spieler, laut Regel der zuletzt im Labor war, also man kann das auch einfach zufällig machen, Startspieler ist. Die Spieler haben alles, was wir hier sehen, ist quasi so das Labor dieses Spielers und ist geheim, außer diese Tafel, wo die anderen Spieler sehen können, wie viel Geld hat man, welche Tränke kann man produzieren und ansonsten, welche Zutaten man am Anfang schon auf der Hand hat, welche Gehilfen man hat, das ist alles verdeckt. Auch dieser Chart hier ist natürlich verdeckt, diese Siege, die ich später erklären werde. Und genau, zu Spielbeginn hat jeder Spieler schon 2 Geld, nur 3 Aktionssteine im Spiel zu zweit, hat man dann ab der nächsten Runde 6 Aktionssteine, würde man zu viert spielen, hätte man nur 4 Aktionssteine, wodurch die Konkurrenz bei den Aktionen ein bisschen größer ist. Hier diese Rabattkarten, die wir später brauchen. Und zu Spielbeginn hätte man noch schon 2 Gehilfen, von denen man sich einen aussuchen könnte. Ja, ich will jetzt einfach hier den Geschäftspartner, also das ist jetzt quasi der zweite simulierte Spieler, den nenne ich einfach immer Spieler A. Und ich bin standardmäßig gelb in solchen Spielen. Also dieser Spieler sucht sich jetzt hier den Ladenbesitzer aus. Das heißt, Artefakte, die man hier kaufen kann, kosten immer 1 Gold weniger, als oben angegeben ist. Und den hier legen wir einfach mal wieder ab. Und ich für meinen Teil suche mir den Kaufmann aus. Ich finde, der ist sehr, sehr mächtig. Und dann würde jetzt die erste Runde losgehen. Und zwar wird zunächst mal die Spielerreihenfolge festgelegt. Angenommen, Spieler Blau würde jetzt anfangen. Dann dürfte der sich seinen Marker nehmen, also sein kleines Fläschchen hier. Und würde das dann irgendwo hier platzieren, wo noch kein anderer Spieler steht. Sprich, er hat am Anfang völlig freie Auswahl. Und ja, je nachdem, auf welches Feld er sich stellt, bekommt er dann gewisse Boni. Also wenn er sich auf dieses Feld hier stellen würde, würde er 2 Zutaten bekommen. Das heißt, das macht er jetzt. Dann darf er sich in dem Moment, oder wenn alle gesetzt haben, kann man machen, wie er möchte, einfach 2 Zutaten vom verdeckten Stapel nehmen und hätte jetzt diese beiden. Das heißt, er hat jetzt so von allem ein bisschen was. Na, es gibt insgesamt 8 verschiedene. Es ist am Anfang gar nicht so schlecht, wenn man 2 gleiche hat, weil man dann mit den Ergebnissen, die man so gewinnt, schon ein bisschen arbeiten kann. Und jetzt wäre der nächste Spieler dran und der müsste sich entscheiden, ob er vor dem anderen Spieler dran sein möchte, was nicht zu unterschätzen ist, dadurch aber weniger Ressourcen bekommt. Oder ob er sagt, nee, ich möchte lieber irgendwie bessere Ressourcen haben und bin dann später dran. In diesem Fall, im 2-Spieler-Spiel, dürfen wir das unterste Feld nicht nehmen. Und dieser Spieler sagt sich jetzt, okay, ich möchte gerne als erster dran, also ich sage mir jetzt, ich möchte als erster dran sein und bekomme dann nur 1 Zutat, die ich mir vom Stapel nehme. Ich habe jetzt hier auch wieder ein bisschen unterschiedliche Zutaten. Wie gesagt, das ist alles verborgene Information. Da weiß keiner, wer da was hat. So, jetzt wird das die Spielerreihenfolge. Das heißt, obwohl Spieler Gelb der Startspieler ist, darf Spieler Blau zuerst seine Aktionen legen. Warum das wichtig ist, sehen wir gleich. Oder erkläre ich euch jetzt gleich. Wir haben am Anfang 3 Aktionssteine. Am Anfang gibt es noch keinen Charakter, der in der Stadt ist und Trank kaufen will. Das heißt, dieses Feld entfällt und diese beiden Felder hier darf man in der ersten Runde auch nicht nehmen. Also könnte er jetzt seine Steine platzieren und sich überlegen, wo er das gerne hinlegen möchte. Er kann jetzt sagen, er möchte gerne einen hier aufs aufs Zutaten kaufen Feld legen und möchte gerne
Ja, da wäre ja diese, ne, ich habe das Artefakt eins billiger ist, kann das ja sagen, okay, ich möchte gleich in der ersten Runde ein Artefakt kaufen. Artefakte sind schon sehr mächtig, was die genau machen, gucken wir uns gleich an. Die kann man sich früh kaufen, man muss sie nicht früh kaufen, man verliert nicht automatisch, wenn man sich nicht gleich am Anfang Artefakte kauft. Und da er letzter, also ja, quasi der zweite Spieler ist in der Reihenfolge, kommt er immer nach dem anderen dran. Die anderen Aktionsstellen werden ja drüber gelegt und es ist immer so, dass immer die erste Reihe zuerst abgehandelt wird von oben nach unten und dann die zweite Reihe. Das heißt, wenn er jetzt irgendwie Informationen über die Zutaten rausfinden wollen würde, dann könnte er sagen, okay, ich möchte gerne den Trank, den ich brauche, einen Studenten schlucken lassen. Das Problem ist nur, wenn der andere Spieler das auch macht und er kann das risikolos vorher machen, dann und da ein negativer Trank bei rauskommt, dann würde ab da die Studenten, ne, die schlucken für die Wissenschaft alles, aber wenn sie einmal was Übles geschluckt haben, dann schlucken sie für die Wissenschaft immer noch alles und für ein Geld. Und wenn ich habe am Anfang ja, oder dieser Spieler hat am Anfang zwei Geld, und wenn er hier dann mit dem Rabatt sich für zwei ein Artefakt kauft, dann hat er danach gar kein Geld mehr. Und angenommen, der andere Spieler würde jetzt halt einen negativen Trank gebraut haben, dann könnte er in dieser Runde gar keine Erkenntnis schließen, also ziehen, was sehr doof ist. Darum sagt er sich, okay, ich gehe das Risiko ein und schlucke diesen Trank selbst. Das kostet mich in gar keinem Fall was, aber wenn ich halt als, ne, angesehener Wissenschaftler dann irgendwie einen Wahnsinnstrank braue und danach nur noch Blödsinn rede, verliere ich einen Rufpunkt, was erstmal noch nicht so schlimm ist, schlucke ich irgendwie einen Lähmungstrank, bin ich nächste Runde auf jeden Fall letzter Spieler und sollte ich sogar irgendwie unglücklicherweise Gift machen, also ein rotes Minus, dann verliere ich in der nächsten Runde einen meiner Aktionssteine und kriege den erst, ja, ich glaube sogar zwei Runden später erst wieder. Das wäre natürlich fatal, aber da ich irgendeinen Erkenntnisgewinn brauche, diese Runde, setze ich mich auf jeden Fall dahin. So, jetzt habe ich alle meine drei Aktionssteine gelegt. Jetzt wäre Spieler Gelb dran. Spieler Gelb hat jetzt die freie Auswahl und könnte eben gucken, was er machen kann. Das heißt, hier bei den Zutaten, da ja, ist man eigentlich relativ safe. Da kann man jetzt auch gucken, ob hier vielleicht was liegt, was man noch unbedingt haben möchte. So eine Ranke wäre vielleicht gar nicht schlecht. Er möchte aber auf jeden Fall, was möchte er auf jeden Fall machen? Auf jeden Fall möchte er hier Erkenntnisse haben und einen Studenten was schlucken lassen. Er möchte gerne auch Zutaten sammeln, um vielleicht für die nächste Runde besser aufgestellt zu sein. Und ja, es schadet ja nie, viele Informationen zu haben. Und na, er legt sich dann immer hier in die zweite Reihe, weil er quasi, also ne, die erste scheidet aus, das heißt, das ist die erste Reihe, weil er erster Spieler ist. Und da er für nichts Geld ausgeben will, kann er es durchaus riskieren, alle Zutaten in den Kochtopf zu hauen und zu gucken, was dabei rauskommt. Das wäre jetzt so ein möglicher erster Zug. Und dadurch, dass man nur drei Aktionen hat, ist die erste Runde immer relativ schnell. So, jetzt würden die Aktionen ausgewertet werden und zwar in der Reihenfolge so quasi im Uhrzeigersinn. Das heißt, wir fangen einfach mit hier an. Das heißt, der erste Spieler nimmt sich, in dem Fall gelb, seinen Marker, legt den wieder zurück und darf sich jetzt eine dieser Zutaten aussuchen und er nimmt sich einfach mal die Feder und legt die verdeckt hinter seinen Sichtschirm zu seinen anderen Zutaten. Dann ist Spieler Blau dran. Spieler Blau nimmt sich auch seinen Marker wieder zurück und sucht sich eine seiner Zutaten aus. Und ne, da er hier ja alles möglich hat und ich schon gesagt habe, es ist gar nicht so schlecht, wenn man Zutaten doppelt hat, nimmt er sich einfach mal den Skorpion und legt ihn auch hinter seinen Sichtschirm. Es wird nicht sofort nachgefüllt. Das heißt, wenn hier was weg ist, dann ist weg. Das heißt, wenn irgendwie alle Spieler hier alle ihre Aktionssteine hinlegen und hier sechs Stück liegen, aber nur fünf Tränke da, fünf Zutaten da liegen, dann muss der letzte Spieler eine vom Nachziehstapel ziehen. Das kann man auch einfach so machen, wenn mir die Zutaten hier nicht gefallen. Und ich denke, irgendwie alles doof. Ich hoffe, dass ich was Gutes ziehe, was mir passt. Darf ich auch einfach blind eine ziehen. So, damit wäre das abgehandelt. Diese Aktion hier hat keiner gemacht. Kurz zur Erklärung: Da dürfte ich einfach eine meiner Zutaten, wenn ich da einen Marker hingelegt hätte, abgeben. Könnte sagen: Hier, diese Zutat lege ich verdeckt ab und bekomme dafür sofort ein Gold. Das ist jetzt nicht der beste Kurs, aber es ist immer ein Geld, das man vielleicht dringend braucht, um irgendwas anderes später machen zu können. Und wenn ich diese Aktion nochmal nutzen möchte, muss ich da schon zwei Marker hinlegen, um das noch ein zusätzliches Mal, machen zu können. Und das ist schon sehr, sehr teuer. So, dass wir den Tränke verkaufen, gucken wir uns in der nächsten Runde an. Wir sehen ja hier schon mal, dass nächste Runde ja scheinbar so eine gute Fee kommt, so eine Magierin, so eine Heilerin, die möchte nur positive Tränke. Die möchte einen Weisheitstrank, einen Heiltrank und einen Geschwindigkeitstrank. Und da wäre es schon mal gar nicht so schlecht, wenn bei unseren Experimenten jetzt zufällig irgendwie zumindest ein Plus rauskommt und vielleicht noch irgendwie die passende Farbe dazu. Aber dazu später mehr. Jetzt wäre Spieler Blau dran, würde seinen Marker wieder zurücknehmen, würde jetzt seinen Ladenbesitzer ausspielen, würde halt sagen, hier, das Artefakt kostet mich ein Gold weniger, die Karte wird dann abgelegt. Jetzt kann er im Prinzip zwischen diesen beiden
Aktion wählen und könnt jetzt entweder magischen Mörser kaufen. Der kostet nämlich 3 Geld, ist am Ende einen Rufpunkt wert. Hier genau das Gleiche. Und Rufpunkte sind auch gleichzeitig, die werden am Ende automatisch in Siegpunkte umgewandelt. Da kommen noch andere Punkte dazu. Die werden hier auf dieser Leiste festgehalten. Und wir gucken uns die jetzt mal an. Der magische Mörser, immer wenn du nur einen Trank brauchst, wird nur einen der verwendeten Zutaten zufällig gewählt abgelegt. Das gilt nicht für die Leistungsshow. Das heißt, ich spare beim Brauen von Tränken einfach Zutaten, was schon sehr, sehr mächtig ist. Und beim Periskop heißt es, unmittelbar, nachdem ein Kollege einen Trank verkauft oder getestet hat, kannst du einen der verwendeten Zutaten zufällig gewählt ansehen. Daraus kann man auch Schlussfolgerungen ziehen. Das darf man nur einmal pro Runde machen. Aber ich finde den magischen Mörser besser. Also nimmt sich Spieler Blau den magischen Mörser und den kann man auch offen vor sich auslegen, damit die anderen Spieler mal wissen, was man so kann. So, damit wird die Aktion auch fertig. Die beiden Aktionen kommen frühestens in Runde 2, meistens erst in Runde 3. Wir spielen immer 6 Runden dran. Und jetzt würden wir das erste Mal die App benutzen, erstmal wirklich Alchemisten spielen und würden jetzt, könnte Spieler Gelb sein Marker hier wieder wegnehmen und kann sich jetzt überlegen, welche seiner Zutaten möchte er mischen, woraus möchte er einen Trank brauen, um da Erkenntnisse draus zu ziehen und was will er dann den Studenten schlucken lassen. Und er könnte sich jetzt ganz einfach mal die Feder auf jeden Fall nehmen, weil davon haben wir ja 2 und die stellt man dann hier oben drauf. Wichtig ist, hier ist so ein Schlitz, nur so als Tipp, wenn man die so hinstellt, dass sie genau vom Schlitz sind, dann kann es passieren, dass sie hier durchrutschen und runterfallen. Darum stellt die immer so ein bisschen links daneben, dass sie eben nicht komplett vor diesem Schlitz stehen, dann rutschen sie auch nicht durch. Und als zweite Zutat nehmen wir mal die Kröte und stellen die da auch hin. Da ist auch wieder wichtig, damit die Kamera das vernünftig scannen kann, sind diese Punkte wichtig, die sie wahrscheinlich brauchen, um den Rahmen zu finden. Und wenn man die irgendwie so hinstellt, dass die überdeckt sind, dann scannt die Kamera nicht. Das liegt dann nicht am Licht oder so, sondern sie kann das einfach nicht, weil die App das nicht hergibt. Darum sollte man die nach Möglichkeit immer so hinstellen. So, und dann nehmen wir die App, sagen jetzt hier, wir möchten gerne einen Test am Studenten durchführen. Dann scannen wir die Zutaten. Ja, hat er jetzt gut und schnell erkannt. Wir können das jetzt noch bestätigen. Ich habe das noch nie erlebt, dass er eine Zutat nicht vernünftig erkannt hat. Und jetzt kommt quasi der spannende Moment, wenn wir auf Bestätigen drücken, dann finden wir raus, was kann er brauen. Oha, wir haben jetzt ein Gift gebraut, wir haben einen negativen Trank gebraut. Das hat zum einen erstmal für uns direkt keine Konsequenzen, hat aber zur Folge, dass jeder zukünftige Trank, das sagt dieses Symbol hier, der in dieser Runde gebraut wird, ein Geld kostet, weil der Student jetzt eben nicht einfach mehr bei so viel Risiko Tränke schluckt, sondern sagt, okay, es kostet mich ein Geld. Deswegen ist es ganz gut, dass ich mein Geld noch über habe. Und jetzt können wir erstmal gucken, was können wir mit dieser Erkenntnis machen. Wir wissen, Rot ist Minus, wenn wir Feder und Kröte miteinander kreuzen. Das heißt, wir nehmen uns hier so einen Marker, gucken hier in diesem Chart bei Kröte und Feder, wo da der Schnittpunkt ist. Der ist hier oben. Machen da diesen Marker rein und jetzt haben wir schon mal ein paar Infos. Es ist so, dass jede Zutat aus 3 chemischen Elementen besteht, ne? Rot, Grün, Blau, die entweder positiv oder negativ geladen sind und entweder groß oder klein sind. Und das wissen wir halt nicht. Das ist im Prinzip das, was wir in diesem Spiel rausfinden wollen. Und angenommen, es wäre so, dass hier diese Blume und diese Alraune diese chemische Struktur hätten. Und wenn wir die jetzt in den Kupferkessel werfen würden, dann würde man gucken, wo stimmen eben die Ladungen überein und wo ist die Größe unterschiedlich bei der gleichen Farbe. Und das heißt, da wir hier ein kleines blaues Minus und ein großes blaues Minus haben, würden wir da ein blaues Minus bei rausgekommen, weil Plus ist halt also Grün ist unterschiedlich geladen und Rot auch. Das heißt, in dem Fall würden wir da ein Minus rausbekommen. Angenommen, das hier wäre die Ladung, dann würden wir in dem Fall einfach ein grünes Minus rausbekommen. Wir haben zwar auch beim Rot Plus beides die gleiche Ladung, aber es ist gleich groß. Es muss immer unterschiedlich groß sein. Und bei Blau hätten wir wieder Plus und Minus. Das heißt, hier wird jetzt ein grünes Minus, sprich ein Lähmungstrank rauskommen. Wenn wir als weiteres Beispiel vielleicht diese Kombination hätten, dann hätten wir hier großes rotes Plus und kleines rotes Plus und hätten da eben dann auch auf jeden Fall ein rotes Plus raus. Und was sagt uns das jetzt? Wir wissen ja, wenn wir gucken, dass bei den beiden auf jeden Fall ein rotes Minus vorhanden sein muss. Das heißt, irgendwie in der chemischen Formel von dem Frosch muss auf jeden Fall irgendwie hier sowas vorkommen. Es muss eines dieser Elemente ein rotes Minus sein. Das heißt, wir können hier in diesem Lösungsbogen, der uns dabei hilft, rauszufinden, wie die Struktur der Elemente nachher aussieht, schon mal bei der Kröte alles, was ein rotes Plus hat, wegstreichen. Das hier weg, das hier weg.
das weg und das weg. Und genau das gleiche können wir jetzt bei der Feder auch machen. Das heißt, da können wir auch genau die gleichen Sachen wegstreichen. Und schon haben wir ja, die Möglichkeiten von 8 quasi auf 4 reduziert. Wie das jetzt weitergeht, zeige ich euch einfach gleich im nächsten Beispiel. Das heißt, diese Karten hier, die werden jetzt verdeckt abgelegt, sodass keiner weiß, welche Zutaten ich fürs Brauen verwendet habe. Das hier weiß aber jeder. Jeder Spieler sieht, was das Ergebnis meines Trankbrauens war, nämlich ein rotes Minus. Ist zum einen wichtig, weil jetzt alle weiteren Aktionen ein Geld kosten, ich das nicht einfach sagen kann. Und ist es eben auch wichtig, so fürs Verkaufen von Tränken, dass die anderen Spieler einen Überblick darüber haben, was kann ich machen. Das heißt, ich nehme jetzt hier auch so einen roten Minusmarker, lege den hier drauf. Ne, dieses Tableau sehen alle Spieler öffentlich. Und jetzt wissen alle Spieler, hey, Spieler Gelb kann, weiß, wie man ein rotes Minus braut. Das heißt, wenn hier nächste Runde jetzt wer gekommen wäre, der ein rotes Minus haben möchte, dann ja, wäre die Konkurrenz deutlich größer und dann weiß man, okay, der kann das sicher, wird sich da vielleicht drauflegen, muss ich überlegen, ob ich das dann auch mache. So, und jetzt ist Spieler Gelb ja nochmal dran, kann hier diesen Marker verwenden. Da wir eben ein rotes Minus hatten, sind jetzt alle Tränke einen teurer. Das heißt, er muss ein Geld nehmen und das zurückgeben. Das ist übrigens sehr, sehr geil hier, diese Plastikschalen. Die ja, haben, ne, im Prinzip ist es hier so eine Schale mit so einem Deckel drauf. Da kann ich die Materialien auch nach dem Spiel drin lassen. Mache einfach den Deckel oben drauf. Das sind zwei von beiden. Ne? Hier hinten ist nochmal sowas. Das kann ich einfach so drauf machen. Und dann kann ich die da drin transportieren. Das ist im Prinzip eine gute Alternative zum Zipbeutel, weil ich so auch direkt gleich fürs Spiel Aufbewahrungsmöglichkeiten habe, die nicht ganz über den Tisch laufen. Ich das danach schnell wieder wegräumen kann. Das ist super geil. Also das sollte Branchenstandard werden, dass das bei Spielen standardmäßig dabei ist. Also überhaupt für die Menge an Materialien, die dabei ist, finde ich, ist es auch vom preislichen Rahmen her dieses Spiel echt super gut. Also erkenne ich Spiele, die teurer sind, wo nicht ganz so viel drin steckt. Und ja, jetzt habe ich das Gold zurückgegeben. Und kann jetzt den nächsten Trank brauen. Das heißt, ich drücke erstmal wieder auf OK, dann komme ich wieder zurück in den Hauptbildschirm. Und jetzt kann ich gucken. Ich weiß ja schon ein bisschen was über die Feder. Und da ich dieses Wissen nächste Runde wahrscheinlich nicht ganz so gut verbraten, also wenn hier jetzt irgendwie was mit irgendeinem Minus gelegen hätte, dann wäre natürlich eine sichere Bank gewesen, die Feder zu behalten, weil dann wüsste ich, ich könnte nächste Runde auf jeden Fall einen Trank mit einem negativen Vorzeichen brauen, was mir ja 3 Geld geben würde. Aber jetzt möchte ich vielleicht erstmal mehr über die Feder an sich rausfinden und kreuze die Feder mit dem Krähenfuß. Und lasse das auch wieder meinen Studenten schlucken. Das heißt, ich nehme mir auch wieder die App, sage einen Test am Studenten. Scanne die beiden Zutaten, drücke auf Bestätigen und habe jetzt einen Weisheitstrank gebraut, ein blaues Plus. Das heißt, auch hier nehme ich mir zum einen den blauen Plusmarker und lege ihn hier hin, weil ich jetzt weiß, wie man diese Tränke braut, dass das jeder weiß. Und nehme auch hier wieder den blauen Plusmarker und mache ihn auf die Mischung zwischen Feder und Krähenfuß, was hier oben wäre. Das heißt, ich weiß auch schon mal zu 2 Dritteln, aus welchem Element diese Feder besteht, was mir in der nächsten Runde auf jeden Fall schon mal Vorteile bringen könnte. Und jetzt kann ich auch wieder, da ich ja weiß, dass da auf jeden Fall ein rotes Plus drin sein muss, kann da kein blaues Minus drin sein. Das heißt, ich kann auch hier wieder alles mit einem blauen Minus wegstreichen, was in dem Fall dann das hier wäre und das hier. Das heißt, hier habe ich schon nur noch 2 Möglichkeiten, die das sein kann. Und auch beim Krähenfuß kann ich jetzt alles mit einem blauen Minus wegstreichen. Also fällt das hier weg, das hier weg, das hier weg und das hier weg. Da kann man, also man kann das übrigens machen, wie man will. Ich streiche die Sachen immer durch. Man kann sich da aber auch irgendwie X machen, kreuzen, haken, was auch immer. Da findet jeder seinen eigenen Code. Und das ist auch lustig, wenn man sich die Bögen hinterher anguckt. Da wirklich so jeder Spieler seine eigene Variante und seine eigene Schlussfolgerung. Manche Leute haben da wirklich ganz, ganz viele kryptische Symbole. Bei mir ist das meistens nur durchgestrichene Sachen, X und Haken. Aber schauen wir mal weiter. Jetzt haben wir das gemacht. Haben jetzt schon mal Kenntnisse, die uns nächste Runde auf jeden Fall weiterhelfen können. Weil prinzipiell könnten wir jetzt nächste Runde schon mal Tränke verkaufen, weil ich ja weiß, wie man Plus braucht, wenn ich die Zutaten auf die Hand bekomme. Und ich könnte auch schon meine erste Theorie publizieren. Ich kann dann noch abwarten oder schon mal sagen, okay, ich will das einfach mal machen, weil ich es kann. Ich werde es gleich tun, weil ich es euch zeigen möchte und ich nicht 3 Runden spielen will, weil dann wird dieses Video ewig dauern. Und jetzt wäre die letzte Aktion für die erste Runde dran. Das heißt, Spieler Blau dürfte noch selber einen Trank schlucken. Das heißt, er nimmt jetzt auch seinen Marker wieder zurück
und überlegt sich, welche Zutaten möchte ich gerne mischen. Da ich ja vielleicht nächste Runde auch einen Trank verkaufen möchte und ne, zumindest für die Ladung ein bisschen Geld bekommen möchte, nehme ich jetzt in dem Fall auf jeden Fall einen Skorpion und tue den in den Kupferkessel. Ne, ich finde das auch ganz nett gemacht hier, dass man da wirklich so einen Kupferkessel hat. Den muss man auch nicht hier draufklemmen, den kann man da draufklemmen und die Sachen da reintun kann. Und dann versuche ich das mal einfach mit dem Frosch zusammen. Hab das jetzt hier hingelegt. Dann nehme ich wieder die App zur Hand und sage jetzt, okay, ich möchte den Trank selbst trinken. Dann wird das hier wieder gescannt. Er hat die beiden Zutaten erkannt. Er erkennt die, wie man sieht, immer in der Form. Und da die so unterschiedliche Formen haben, klappt das auch immer sehr, sehr gut. Dann drücke ich hier auf Bestätigen. Das ist jetzt immer ein sehr spannender Moment, weil wenn ich diesen Trank selber schlucke und es negativ ist, dann können, wie gesagt, negative Sachen dabei rauskommen und mich für die nächste Runde schwächen, mich Ruf kosten, mich Punkte kosten. Und das will man nicht. Also hat man da schon, da ist man schon sehr, sehr in dem Spiel drin und fiebert auch so ein bisschen mit seinem gespielten Charakter mit und hofft, dass da jetzt ein Plus steht. Und wir gucken mal. Gott sei Dank, wir haben ein blaues Plus rausbekommen. Und auch da, das heißt, das hat jetzt für uns auf jeden Fall keine negativen Konsequenzen, was sehr, sehr gut ist. Und der wird jetzt im Prinzip das Gleiche machen. Würde zum einen hier ein blaues Plus hinlegen, dass die anderen Spieler wissen, okay, er kann das auch. Und würde sich auch wieder hier so ein blaues Plus nehmen. Würde das eben, deswegen ist es auch wichtig, die Zutaten hier erstmal liegen zu lassen, damit man sich merken kann, wobei ist das jetzt überhaupt rausgekommen. Und das ist jetzt zwischen Skorpion und Kröte. Da ist hier der Kreuzungspunkt. Da sollte man auch keine Fehler machen, sonst ist das echt fatal, auch hier beim Durchstreichen. Wenn man sich da irgendwie mal vertut, dann ist man wahrscheinlich komplett raus für das ganze Spiel. Und auch hier könnte er jetzt wieder bei der Kröte das Minus durchstreichen, weil wir wissen, also das blaue Minus, weil wir wissen, da muss auf jeden Fall ein blaues Plus drin sein. Das gleiche bei dem Skorpion. Da kommen auch diese vier Möglichkeiten weg. So, und das heißt natürlich, dass wir in der nächsten Runde wahrscheinlich ein bisschen Konkurrenz haben werden beim Tränkebrauen, weil ne, ich könnte jetzt quasi auf jeden Fall einen blauen Trank brauen und der andere Spieler wüsste aber immerhin auch, wie er einen positiven Trank braut. Das bringt auch schon mal Geld. Und ja, das war's für die Runde. Jetzt haben wir noch vor der letzten Runde und nach der zweiten Runde könnten wir noch eine Konferenz besuchen, wo wir ein bisschen prollen können mit unseren Ergebnissen. Wenn wir dann viel publiziert haben, bekommen wir dafür nochmal Rufpunkte. Und das findet aber, wie gesagt, nur manchmal statt. Jetzt gibt es hier noch die Erinnerung. Am Ende der Runde guckt man, wer hat am meisten publiziert. Momentan noch gar keiner, deswegen bekommt keiner Ruf. Und hätte halt schon irgendwer publiziert, dann würde man gucken, wer ist das, und der bekommt dann dementsprechend Ruf. Diesen Mechanismus finde ich persönlich ein bisschen. Das ist zum einen okay, weil so forciert man, dass die Leute früh publizieren, um dadurch Punkte zu bekommen. Zum anderen ist es aber wieder so dieser, der Teufel macht auf den größten Haufen. Wer eh schon wahrscheinlich vorne ist, weil er Kenntnisse hat und publizieren kann, bekommt dafür einfach nochmal Sonderpunkte. Und ich glaube, es gibt auch irgendein Artefakt, wo man irgendwie nochmal zusätzlich Ruf bekommt, wenn man Ruf bekommt. Das bringt einem schon massive Vorteile. Also, was heißt massiv? Das ist halt nur ein Ruf, aber man ist gerade am Anfang relativ eng zusammen und ich weiß nicht, ob ich die Mechanik so super toll finde. Es kann manchmal vorkommen, dass wir Aktionen A nicht nutzen wollen oder B nicht nutzen konnten. Dann legen wir unsere Marker hier auf dieses Feld und pro zwei ungenutzte Aktionen bekomme ich einen Assistenten, einen Gehilfen, der mir dann in der nächsten Runde dafür hilft. Und apropos, was ich gerade vergessen habe, ich habe ja den magischen Mörser. Das heißt, immer, wenn ich nur einen Trank brauche, also wenn ich einen Trank brauche, wird eine der verwendeten Zutaten abgelegt, die andere nicht. Das heißt, ich könnte jetzt diese beiden Zutaten nehmen, die meine Mitspieler irgendwie mischen lassen, so dass ich nicht mehr weiß, welche ist, und dann davon eine ziehen oder eine ablegen lassen. Auch das wird immer verdeckt gemacht, damit die anderen Leute eben nicht wissen, ne, was habe ich jetzt gebraucht, wie bin ich zu diesen Erkenntnissen gekommen und habe die andere Zutat gespart. In dem Fall noch ein Skorpion. Das ist natürlich ganz nett und ganz praktisch, ganz vergessen. Und wie gesagt, da wird man eben Helfer bekommen. Wenn ich einen Gifttrank gebraut hätte, dann würden Marker, die hier hingekommen wären, hier hochgerutscht. Das heißt, die habe ich jetzt in dieser Runde nicht zur Verfügung, sondern erst in der nächsten Runde wieder. Und schließlich würde noch eine Konferenz abgehalten werden, wenn eine Konferenz kommt. Damit wäre jetzt diese Runde zu Ende. Wir hätten schon mal so ein bisschen, so ein paar Erkenntnisse, hätten halt ein bisschen Geld ausgegeben, auch schon vielleicht irgendwelche Artefakte gekauft. Die Zutaten, die hier liegen, werden abgeräumt. Die Marker haben wir alle wieder vom Spielfeld genommen. Auch die werden dann einfach verdeckt abgelegt. Und ja, damit wären wir im Prinzip auch schon bereit für die zweite Runde.
Ne, auch hier, er legt seine Zutaten ab, was ich vergessen habe. Und dann kann die zweite Runde losgehen, wo jetzt eben der erste Abenteurer in die Stadt kommt, wo wir schon Theorien publizieren können. Die Artefakte, die hier liegen, die bleiben hier auch liegen, die werden nicht nachgefüllt. Das heißt, wir haben für das gesamte Spiel in der ersten Phase, das heißt vor der ersten Konferenz, nur diese drei Artefakte zur Verfügung. Aber wir wissen, welche kommen danach. Sobald die erste Konferenz abgehandelt wurde, kommen diese drei Artefakte ins Spiel und schließlich kommen noch diese drei Artefakte der Stufe 3 ins Spiel. Und die geben meistens am Ende für irgendwelche Sachen Siegpunkte. Das heißt, wir können darauf planen, dass wir versuchen, diese Artefakte zu bekommen und dadurch eben am Ende nochmal Sondersiegpunkte zu bekommen. Wobei natürlich, wenn uns ein anderer Spieler die wegkauft, dann ist es ganz schön doof. Es gibt insgesamt sechs Artefakte pro Stufe, das heißt, bei Stufe 2 haben wir 6, davon nehmen wir 3. Dadurch hat man auch immer ein bisschen Variation im Spiel, also noch mehr Variation, als man durch diese App und diesen Chart quasi hat. Und dadurch hat man ein bisschen Abwechslung. Das liefert auch nochmal Raum für Erweiterung oder irgendwelche Promos, dass man einfach nochmal neue Artefakte ins Spiel bringt. Und ja, dann wäre jetzt die erste Runde vorbei. Man könnte jetzt auch hier gucken, ob schon irgendwer Ruf bekommen hat. Ich glaube, wenn ich es nichts vergessen habe, haben wir nichts gemacht, wofür man Ruf bekommt oder verlieren würde. Es gibt ja auch verschiedene Bereiche. Wenn ich in dem Bereich bin, dann passiert nichts. Wenn ich in dem Bereich hier bin, dann muss ich alle Tränke ein billiger verkaufen, weil eben weil ich so einen schlechten Ruf habe und damit die Leute bei mir kaufen, muss ich es eben ein billiger hergeben. Aber wenn der Ruf erstmal ruiniert ist, dann lebt es sich ziemlich ungeniert. Sprich, immer wenn ich einen Ruf verlieren würde, bekomme ich gleichzeitig einen Ruf. Das heißt, es ist schwer, da abzusagen. Hingegen bringt es viel, wenn ich hoch bin im Ruf, weil sobald ich in diesem Bereich hier bin, zählen meine Rabattkarten immer so, als hätten sie ein Smiley mehr. Das gucken wir uns gleich in der nächsten Runde an. Aber wer halt schon populär ist, immer wenn man ich jetzt einen Ruf verlieren würde, würde ich noch einen zusätzlichen Ruf verlieren. Das heißt, hier so einfach mal auf gut Glück publizieren. Wird dann schon ein bisschen schwerer, weil dadurch riskiere ich halt meinen Ruf. Und wenn man schließlich dann in dem Bereich hier ist, dann bekommt man immer sowohl ein Smiley mehr als auch ein Geld mehr fürs Verkaufen. Das heißt, ich würde dann für die höchste Qualitätsstufe 5 Geld bekommen. Aber wenn ich dann einen Ruf verlieren würde, würde ich noch zwei Ruf zusätzlich verlieren. So, das war jetzt eine Übersicht über die erste Runde. Ich hoffe, das mit dem Tränkebrauen ist so grob verstanden worden, wie das funktioniert, wie man die Schlussfolgerung zieht, wie diese App funktioniert. Und wie das mit dem Trankverkaufen funktioniert und wie man Theorien publiziert, das zeige ich euch in Runde 2. Dazu werde ich noch ein extra Video machen. Wenn ihr das nicht gucken wollt, dann könnt ihr alternativ auch zum Fazit direkt springen. Auch dazu wird es nochmal ein extra Video geben. Und ja, ich würde sagen, das war's für die erste Runde. Ihr könnt euch jetzt, ich werde das bei YouTube verlinken, dass man direkt aufs nächste Video oder auf das Fazit klicken kann. Und da habt ihr jetzt, ne, wie man das von Rado kennt, 5 Sekunden Zeit, um das zu machen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns da gleich wieder. Bis bald und tschüss.